Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Opening. Und zwar ist heute die Dual Power Box eingetroffen, die im gleichen Format wie die gängigen Legendaries erscheinen oder so. Ja, die Dual Power Box beinhaltet 6 Dual Power Packungen mit je 5 Karten drin, sowie 6 Promos als Ultra Rare Version. Und natürlich wieder ein Pub, also ein Karton Spielfeld, wie immer diesen Packungen letzte Zeit beiliegt. So, ich öffne jetzt mal die Packung hier. Und dann schauen wir uns mal alle rein, was diese Powerbox alles genau beinhaltet. So, ich öffne jetzt mal die Packung. Und ihr seht schon, hier kommt das Spielfeld davor. Das letzte Zeit immer dabei ist bei diesen Packungen. Ich mache es mal kurz ein bisschen auf, dass ich ein bisschen Überblick habe, was genau drin ist. Und jetzt bin ich auf dem Mikro mit dem Spielfeld. So, ihr seht schon, ganz schön. Natürlich ist eine Rückseite. Ich soll es auch kurz zeigen. Das Dual Power Motiv. Also Magier und Neos. Gut, legen wir es zur Seite. Dann sehen wir hier das Inlay, wie üblich, die Rare-Karten. Wir sehen schon den schwarzen Magier im alternativen Look. Wir schauen uns an, diese Karten sind auch in jeder Packung drin. Dunkle Magier. Wir haben Teil halt Neos. Sternenstaubdrache. Nummer 39 Utopia. Buntäuge Pendeldrache. Und Dekodiersprecher. Wir sehen schon von all den ganzen Serien, die es bisher gab, sei es normal Battle City her, sei es GX, sei es 5DX, 5DS, ja, und so weiter. Und Sex Alexa ist immer eine Karte dabei. Sehr schön. So, dann haben wir die 6 Power, Dual Power Booster. Und weil ich ja immer 3 Packungen normalerweise öffne, habe ich ja schon vorbereitet 6 oder 12 weitere Packungen. So, wir schauen jetzt hier rein, diese ganzen Booster, was wir hier für Karten ziehen. Bin gespannt. Das Deck wurde schon extrem gehypt, weil da wirklich sehr viele starke Karten drin sein sollen. Das Reprint wieder. Da schauen wir mal rein. Linkuribo, Chaos vor Signalkrieger, Wunderfusion, ausgeglichener Zweikampf. Also, wie gesagt, alle Karten sind ultra rare. Immer ein bisschen schlecht. Kaliberladedrache, okay. Oh, okay, die Frühlingsversion des von Flühdrach von Ra. Okay, Kugelmodus. In einem Booster gleich beide Karten. Und glühende Rot, Drachen, Erz und Werder, Bann. Mein Gott, die Karten, ey. Ich bin gespannt, ob hier auch die Götterkarten erscheinen werden. Das ist ja nichts mehr Spezielles, aber trotzdem würde ich sie wundernehmen. Oh, Karte Untergang, sehr super. Sabote. Okay, Doppelbeitrache. Ne, okay, also wirklich coole Karten. Ich könnte gerne Kommentare schreiben, wenn ihr eine Karte entdeckt, die ihr wirklich auch extrem feiert, dass die da drin ist. Ja, Schattenprofusion, Künstlerkumpel, Lächelzauberer. Okay. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so gezogen habt, wo ihr extrem glücklich drüber seid oder froh seid. Okay, ich gebe so viele Karten, die ich jetzt doppelt oder nicht, okay. Viele Karten, die ich selber nicht so viel Verbindung habe, Golden Apparat, okay. Oder so. Oder nicht gerade kann sagen, ob die Karte wirklich toll ist oder nicht, aber ihr wisst bestimmt da draußen besser. Ich bin nur derjenige, der jetzt gerade hier auspackt. Dickster Zauberlorbeere, Naturdiagungeheuer, blaue Chaos Max-Drache, ach schön, Beton vorstoßen. Okay. Der blaue Max-Drache, nicht schlecht. Kann doch schlimmer sein. War sie hier? Ewige Seele, okay. Dunkelmarscher Kreis. Clifford Genie, Mal der Rose.
Okay, da kommen schon Karten, die jetzt erst die kürzliche aktuelle waren. Oder irgendwas, oder ich kürzlich in Hand hatte. Silberapparat, okay. Der Kloss kann wieder an Sternenapparat, okay. Ein bisschen ver. Ich würde sagen, die Karte nicht gerade, aber hat ein bisschen Kratzen im Hals. Und ja. Platinfarbenapparat. Ich wusste gar nicht, so viele Farben gibt bei den Dingen. Sternse, Hoheit, utopische Onomatophosie. Okay. Raubpflanze, Drache, ist ja okay. Boosterdrache, okay. Nicht schlecht. Ja, über den Wert der Karten lässt sich natürlich streiten, sind ja alles Ultra-Rare-Karten. Oh, Tundunkles Magier-Mädchen, hatte ich auch schon lange nicht mehr genannt. Glühend rot, auch Erzunterwelt der Abyss. Wow, okay. Wischenheld, Kampf, Geistermädchen und Spuckhaus. Okay. Oh, Geister und Schneehase. Wieder eine Max-Drache. Blaue Vorstoßdrache, okay. Magier des Chaos. Mit alternativem Bild. Grandmerk. Galaxie. Augen, Körper, Panzer, Protonendrache. Was ist das für eine Karte? Ich habe noch nie gesehen. Gerne in den Kommentaren, wie ich schon mal in der Hand hatte. Ich bin eigentlich sicher, ob hier vielleicht sogar Reprints dabei sind. Oh ja, also Neuprints oder wirklich nur aus Reprints. Himmlische Schlange G, okay. Seelenpendel, Schattenpuppe, Konstrukt. Nicht schlecht. So, wir kommen langsam an 6-5 Boostern an. Wie gesagt, das ist aus 3 Boxen. Chaosform, Signalkrieger, Wunderfusion und nochmal der geflügelte Drache von Ra. Die ist auch nicht mal in den Kugelmodus im gleichen Booster. Und das ist eine coole Bombe, okay. Duelle Bann, okay. Haben wir doch den Kugelmodus auch mal ein kleines Mal gehabt. War nicht im selben Booster für einen Booster nach. Na, zum. Schon wieder der. Der ist der Wunsch. Okay. Ihr dürft ja gerne in Kommentar schreiben, wenn ihr eine Karte dem gerne auch hättet. Ist mal ein Wunder. Was so. Schon wieder. Ist das Zufall? Das heißt, interessant hat, ob die an. Oh. Okay. Nicht schlecht. Das Ding ist also, wie gesagt, wie wertet man so eine Karte jetzt aus? Bei einer Serie, wo alle die Karten gleichen Seltenheit sind, das ist eher so Glückssache halt dann. Band zwischen Lehrer und Schüler. Ja, nochmal der König. Okay. Sehr schön. Also wirklich ganz coole Karte, muss ich echt sagen. Da haben diejenigen, die es im Vorfeld schon gesagt haben, dass die Booster extrem stark sein werden und die Karten wirklich nicht Schwachsinn erzählt. Das war das Opening von Dual Power. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es gerne aus den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Opening. Bis dann und bye bye.